Elektrisch, leicht und flott. So stellt sich BMW die Zukunft des Automobils vor. Der BMW i3 und sein großer Bruder, der BMW i8, sollen eine neue Generation einläuten. Die Vision? Das perfekte Großstadtauto. Der Schlüssel zum Erfolg? Elektroantrieb und Leichtbauweise. Wir haben die Sicherheitszelle aus Carbon aufgebaut und er ist mit Kunststoff beplankt. Dadurch sind wir in der Lage gewesen, das Gewicht zu reduzieren. Wir haben Batterien, die sehr, sehr innovativ sind. Und der ganze Aufbau wurde praktisch um den Elektroantrieb herum konzipiert. Und da waren wir die Ersten, die das so gemacht haben. Und BMW will weitermachen. Das Projekt i soll zu einer Serie werden. Weitere Modelle sind in Planung. Ein großes und gewagtes Experiment, von dem am Ende jedoch die gesamte BMW-Flotte profitieren könnte. Wie geht man mit Elektromotoren um im Kraftfahrzeug? Dann wie nutzt man Carbon für den Leichtbau? Und diese ganzen Themen, die werden wir natürlich auch für andere Fahrzeuge einsetzen in der Zukunft. Wenn Sie jetzt ein Beispiel hernehmen, den BMW X5, den haben wir jetzt vorgestellt als Plug-in-Hybrid-Antrieb. Wenn ich jetzt mal einen zukünftigen Ausblick wage auf den neuen 7er, der wird auch als Plug-in kommen. So, das heißt, wir haben uns diese Technologie erarbeitet und wir werden sie natürlich auch für andere Fahrzeuge benutzen. Wer sich für den i3 entscheidet, muss rund 6 Monate auf seinen E-Flitzer warten. Weltweit sind bisher rund 11.000 Kunden dazu bereit. BMW macht also ernst und will die Freude am Fahren ins Elektrozeitalter transportieren. Spaß beim Stoff geben oder besser gesagt dahingleiten, mit dem Gefühl, ein besserer Autofahrer zu sein, zumindest in Sachen Umweltbilanz.